Weil halt wieder mal so viel Magie und Wunder und Zauber und ja, 180 Grad Veränderungen passiert sind. Und einfach mal hier, um wieder Nachdruck zu hinterlassen, dass diese Arbeit einfach funktioniert, dass es wirkt, dass es einfach so ist, dass wir die alleinigen Schöpfer unserer Realität sind. Ja, liebe Andrea, du hattest ja auch ein kleines Tief unterwegs vor noch nicht allzu langer Zeit. Und das hat sich natürlich alles wieder umgedreht. Ah, absolut. Absolut umgedreht. Und es ist ein Prinzip, oder? Es ist ein Prinzip und ich kann heute nur sagen, jeder Rückschlag ist ein absolutes Sprungbrett aufs Higher Level. Jeder Rückschritt, jeder Trigger ist nötig, damit die wirklich springen kann, oder? Und das ist ja das Faszinierende dran. Und das wusste ich aber damals auch, als dieser wahnsinnige Trigger kam, weil wir beide schon gemeinsam so lange miteinander reisen. Eigentlich habe ich es gefeiert, dass so ein richtiger Trigger nochmal auftaucht ist, an dem ich so richtig zu knabbern hatte, weil ich wusste, das ist mein Sprungbrett auf das nächste Level. Es ist das Sprungbrett zum Commitment noch mehr zu mir. Es ist das Sprungbrett auf das Level, ja. Wie will ich es haben, wenn es kein Limit gibt? Und das ist ja das Faszinierende, wenn man sie auf diese Reise begibt. Und es werden immer wieder Trigger auftauchen, oder? Weil sobald ich entschlossen habe, ich gehe higher level, ich will alles haben. Und was ist alles, wenn es limitlos ist? Es ist eine Reise, die niemals enden wird, oder? Weil limitlos ist limitlos. Limitlos heißt, es geht immer weiter, weiter, weiter. Und meiner Meinung nach braucht man diese Trigger immer wieder, um zu springen auf ein höheres Level. Was meinst du mit höheren Level? Höheres Level, was heißt es genau? Höheres Level heißt für mich, ich bin mir mittlerweile sicher, das Commitment für mich selber und auch das Commitment, ja, für das, was ich wirklich haben will, Höheres Level an Commitment auch für das das ist nie Prinzip. abgeschlossen, das ist nie abgeschlossen, oder? Es geht immer nur dieser Funzel mehr, oder? Das mich wirklich, wirklich, wirklich begeistert. Und wer sich einfach einmal mit dieser Divine Design Reise mit dem Virus infiziert hat, der weiß, es gibt kein Limit. Es muss sie so zeigen, wie ich das will. Und für mich war jetzt der Trigger, der erst vor kurzem stattgefunden hat, nochmal das, dass ich mich damit befasse. Was will ich wirklich, wenn es kein Limit gibt? Wo sind da meine Visionen? Wo sind da meine Träume? Wie will ich mit meinem SP zusammen sein? Was will ich noch erleben? Wie soll mein Business sein? Wie soll meine finanzielle Situation sein? Und so ein Trick ist für mich einfach die Erinnerung daran, wieder back to me oder zurück zu mir, meine Macht noch mal mehr an mich zu nehmen, weil im Alltag passiert es halt oft, oder, dass ich die Zügel so ein bisschen schleifen lasse. Ich gebe die immer wieder ein bisschen aus der Hand, weil ich bin ja zufrieden, oder? Zufrieden ist für mich ja der Tod von Higher-Level-Leben, aber das passiert, das ist ganz normal, das passiert im Alltag. Aber wenn dann wieder Trigger auftaucht und die kommen meiner Meinung nach genau dann, wenn man sagt, okay, es begeistert mich gerade nicht, dann kommt meistens ein Trigger. Und dann bin ich einfach aufgefordert, mir wieder alle Tools an mich zu nehmen, an meinem Selbstkonzept zu arbeiten, mich zu hinterfragen, wie will ich es denn wirklich, wirklich haben? Wer bin ich gerade? Wer will ich sein? Wer sind die anderen und wo geht die Reise hin? Und von dem her sind Trigger wahnsinnig wertvoll. Reden wir mal über Trigger. Was sind Trigger? Trigger sind, wenn ich das Gefühl habe, es passiert genau das Gegenteil von dem, was ich möchte, oder es passiert gar nichts. Ich mühe mir hier einen ab und versuche, Seinszustand und verkörpern und Affirmationen und Selbstkonzept. Und entweder passiert nichts oder es passiert das Gegenteil. Genau. Ist Trigger. Und vor allem das Gegenteil. Das Gegenteil ist richtig übel. Wenn du dann nochmal richtig zurückkommst in die Welt, wo du glaubst, habe ich denn gar nichts gelernt?
Ganz genau. Es kommt dann oft die Situation, wo man still und leise abschlittert und man denkt irgendwann, fuck, ich habe nichts gelernt, es ist schlimmer als je zuvor, ich steige aus. Und dann denkt man, nein, ich weiß, es ist mein Konstrukt, oder? Und das ist mein Aufruf an euch. Genau, egal wer jetzt gerade in einem Trigger sitzt, wo gerade in einem Tief sitzt, es ist deine Verantwortung. Hinterfrag mal, was habe ich gerade für ein Selbstkonzept, was habe ich gerade gedacht und warum ist der Trigger da? Und du wirst die Antwort in dir finden, weil das ist genau da, wo man die Zügel aus der Hand gibt, wo man unklar ist, wo man nicht genau weiß, ja, wie will ich es denn eigentlich haben, wo man gefährdet ist, in alte Muster abzusteigen und genau dann kommt der Trigger und er wird dich verletzen, er wird dich übelst verletzen. Du wirst wahrscheinlich, ja, mega traurig sein, mega verletzt sein. Aber da, ja, das Geschenk darin ist, du hast das selber verursacht. Das Geschenk darin ist, du bist noch nicht bei dir. Du hast die Rolle wieder mal abgegeben. Und ich habe mich auch so geärgert, dass ich vor 2 Wochen oder 3 Wochen die Rolle mal wieder abgegeben habe, in ein altes Muster abgestiegen bin. Aber wenn ich dann erkennen kann, oh Gott, das bin ja ich, das war meine Annahme, das war mein Selbstkonzept. Ich bin einfach abgestiegen, weil ich meine Rolle aus der Hand gegeben habe. Dann nehme ich die Zügel wieder an und ich habe mein Leben innerhalb von ja, 1, 2 Wochen jetzt auf ein absolut neues Level gebracht, was für mich vollkommen neu ist, weil es ja für mich jetzt wieder außerhalb der Komfortzone ist, aber ich will ja außerhalb der Komfortzone leben, ich will Neues erleben und bang, springe ich da hoch, wenn ich weiß, was Trigger sind, wenn ich weiß, wie ich Trigger für mich nutzen kann und wenn ich weiß, dass ich die alleinige Schöpferin da bin, weil dann sind alles im Außen nur die Statisten, die wo mir einen Hinweis geben, du schau mal hin, du bist doch nicht ganz du bist doch nicht dort, wo du sein möchtest, sonst hättest du nicht die Gedanken, sonst würdest du das jetzt nicht sehen. Ich bin auch nur Reflexion von dir und dann geht's bang, 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 higher level, oder? Ich muss nur erkennen. Ich muss es erkennen und ich muss wissen, was zu tun ist. Ich muss wissen, was zu tun ist, oder? Und das ist ja immer mein Vollnetz, oder? Ich kenne das Prinzip, ich habe dich. Von dem her kann nichts passieren, oder? Auch wenn ich mal absteige, auch wenn ich mich mal in meiner Scheiße selber suhlen will, wenn ich mal traurig sein will, wenn ich mich mal auskotzen will, ich weiß, das Prinzip wirkt immer, immer. Positiv wie negativ. Ich habe eine Mentorin an meiner Seite, die wo mich genau dahin bringt, wo es genau hakt. Ja, wo es nur Sachen zu transformieren gibt, wo es nur Sachen anzuschauen gibt. Und dann kommt wirklich dieser Jump wieder nach oben, weil es nicht anders sein kann, weil jeder Trigger ist ein Widerstand. Widerstände verhindern mein Divine Design, mein Good Life Reise, was auch immer. Es verhindert mein Seinszustand, wo ich sein möchte. Und dafür ist es einfach wertvoll, wenn ich weiß. Verhindert es ja. Eben nicht. Eigentlich verhindert es nicht, oder? Aber im Moment. Ich muss einfach nur wissen, dass es sich nicht verhindert, dass gar nichts passiert. Ja, dass kann nichts passieren. Es kann nichts passieren. Ich kann weinen, ich kann schreien, ich kann ausrasten, ich kann verzweifelt sein. Alles hat seinen Platz und seinen Raum. Und es muss sogar da sein. Ich muss traurig sein. Ich muss wütend sein. Ich muss erkennen, was treffe ich gerade für eine falsche Annahme, welche Lüge folge ich gerade. Und da ist einfach Mentoring so wertvoll, weil oft, wenn man selber verstrickt ist, emotional sieht man es gar nicht. Wenn man dann aber den Hinweis kriegt, ja, schau doch mal dahin, wer bist denn du gerade? Was denkst denn du gerade über dich, über alle anderen? Dann lichtet sie das. Plötzlich wird es vollkommen klar und plötzlich kann auch mein Verstand für wahr halten, das bin gerade ich, oder? Und sobald ich das erkenne, sobald mein Verstand erkennt, shit, das ist ja nur meine Welt, das ist meine Geschichte, meine Welt, meine Annahmen, das ist der goldene Moment, wo ich es ändern kann, weil ich bin die Schöpferin, ich bin die, wo entscheidet und ich sage, wo es lang geht. Und manchmal vergisst man das einfach. Manchmal suhlt sich mein Verstand in Geschichten, wo er halt kennt, wo er aber gar nicht haben will. Aber sobald mich jemand darauf hinweist und sagt, stopp, schau mal, was denkst du gerade, wer bist du gerade? Was zeigt sie da gerade, kann ich sofort ändern und ich kann euch nur... Ja, und vor allem, was halt die meisten jetzt hier auch interessiert, es zeigt sich auch sofort im Außen. Es zeigt sich sofort. Ich habe ein paar Mal wirklich so 180-Situationen gehabt, innerhalb von wenigen Stunden, wo eigentlich der Verstand sagt,
Das macht gar keinen Sinn. Das kann Es doch gar macht nicht keinen sein. Sinn, er kann es sich nicht vorstellen und da ist einfach das gefragt, ich gehe stur zurück zu mir, ich gehe stur mein Selbstkonzept und es wird sich innerhalb von Sekunden bis wenige Stunden zeigen. Egal was war mit Menschen, wo man täglich zu tun hat, mit Menschen, die wo 24 Stunden um einen rum sind, die switchen. Aber man muss es halt erlauben. Ich kann muss es erlauben. Ich brauche die sein, die sagt, ja, aber gestern warst du blöd zu mir und heute willst du mir schön tun. Das geht nicht. Das geht nicht und das ist ja für mich mein Lieblingswort, die Kühnheit. Ich muss halt dann wirklich kühn sagen, ich bin die und du bist du. Was vor einer Stunde war, was gestern war, scheißegal. Es ist eine Erinnerung. Ich habe es neu gemacht. Es ist nicht wichtig, ich habe das neu gemacht und bang, ich gehe davon aus, du hast das auch neu gemacht. Wir treffen uns jetzt in dieser Sekunde neu auf diesem Higher Level und es funktioniert. Es ist scheißegal, was egal. Vor einer Minute war. Es ist scheißegal, was vor einer Minute war. Es ist scheißegal, was gestern war. Es ist scheißegal, was letzte Woche war. Und Manifestation von etwas, was du anders haben willst, braucht einfach dieses Wissen, das dir erlaubt, sagen zu können, ich vergesse komplett, was vor einer Minute, vor einer Stunde passiert ist. Ganz genau. Und ich meine, da brauche ich zum einen diese Self-Confidenz in mich, dass ich wirklich glaube, ja, ich mache das ich alles. Bin das. Und das ist auch mein Rettungsanker, dass ich dann immer zurück zu mir gehe und sage, ich habe das gerade gemacht. Ich kann es aber jetzt anders machen, oder? Es ist nur Erinnerung. Wenn ich will, kann ich ja das sogar ungeschehen machen. Ich kann das ausschneiden. Ich steige in meine neue Rolle ein, in mein Selbstkonzept und weiter geht's. Und der Mensch, der Outpush, es ist ja Outpush. Er pusht sie durch dich aus, er reflektiert dich. Und wenn du jetzt in deine neue Rolle schlüpfst, wer du sein möchtest, wer du wirklich bist, dann switcht der Outpush genauso schnell mit, weil die Reflexion ist ja sekündlich. Es ist sekündlich. Ich darf nur nicht hängen bleiben in alte Muster. Ich darf nur nie hinterfragen, ja, wie kann denn das gehen? Es ist scheißegal. Es ist Quantenphysik. Es ist ein Quantensprung, oder? Ich habe eine andere Energie. Ich match mit anderer Energie. Energie reflektiert sie mir anders. Das ist Gesetz. Das muss ich nicht mal verstehen, sondern ich muss anerkennen, es ist ein Gesetz. Der, wo ich bin, wird mir reflektiert. Und wenn ich vor 5 Minuten nur diese niedliche Bitch war, die wo unbedingt Aufmerksamkeit wollte, ich switch, gehe in mein Selbstkonzept und weiß, ich bin die Königin auf meinem Thron, ich bin magnetisch, ich bin die Liebe, ich bin absolut perfekt, so wie ich bin. Logischerweise, wenn ich auf diesem Thron sitze, ist ja mein Outpush absolut perfekt, weil ich versuche ja, die Kür ist ja immer ins Living in the End zu gehen. Und wen will ich denn neben mir auf dem Thron haben? Einen, der wo absolut perfekt ist, der mir auf Hände trägt und so weiter. Und sobald ich dieses switch, sitzt, ist der anders, der wechselt mit mir den Seinszustand. Es gibt keine Erinnerung, wenn ich das nicht will. Ich hatte diese Erfahrung. Ich kannte Menschen aus dem Leben eigentlich sehr, sehr gut, aber ich habe das alles ausgeschnitten, weil es für mich nicht mehr wichtig war. Und er hat die Annahme getroffen, du kennst die nicht, der hat mir sein Familienmitglied völlig neu vorgestellt, so als hätten wir uns noch nie getroffen, oder? Und das ist alles möglich. Aber du musst an dich glauben, du musst das Prinzip verstehen und du musst das einfach stur und diszipliniert anwenden, üben, üben, üben. Jede Sekunde deines Lebens und dein Leben wird sich jede Sekunde verändern und zwar ins Divine Design. Weil es gibt keine Zeit, es gibt keinen Ort, es gibt nur jetzt. Und wenn ich jetzt sage, ich bin der One and Only für mich, ich bin der One and Only für jeden anderen, dann wird jeder deiner Outpushes, die wo du dabei haben möchtest, da mitgehen. Und das ist das Faszinierende. Und ich muss nicht verstehen, ich muss nur wissen, dass es immer so ist. Und dann steht da die Welt offen, egal was du willst. Ja, und das ist halt ein Weg, der einfach das relativiert. Wer ich bin, wer die anderen sind, wie das Zusammenspiel funktioniert. Ich muss verstehen, dass ich das Zentrum dieser Sache bin. Absolut. Und das ist
so schwierig, weil wir wachsen ja auf mit so vielen Glaubenssätzen, die uns immer wieder gesagt werden. Ich sage, die ganze Welt dreht sich nicht um dich. Das ist Das ist eigentlich eines der dümmsten Sätze, die wir gesagt kriegen, weil es eine Lüge ist. Weil es einfach eine Lüge ist. Die ganze verdammte Welt, deine Welt, jedem seine Welt dreht sich um einen selber. ja, und ich verteile jede dieser Rollen selber. Die spielen alle meine Geschichte, meine Story noch. Und das, glaube ich, ist wirklich, wie du sagst, das Wichtigste zu erkennen. Ich krieg gesagt, nimm die doch nicht so wichtig. Wer glaubst du, wer du bist? Und sei doch mal zufrieden mit was. Oder das ist eigentlich der Tod von Limitless. Das ist der Tod von Limitless. Und Der Tod von Divine Design, weil Divine ich glaube, Design. jeder, wo zuhört, der kennt diese Sätze bis zum Erbrechen, oder? Und das ist die Kür, dass ich erkenne, wer bin ich? Okay, ich bin die Schöpferin. Jeder Mensch in meiner Welt, in meinem Universum, nenn es, wie es das haben möchtest, spielt mein Spiel. Ich vergebe die Rollen, ich vergebe, wer wie zu mir ist. Zweitens, mir steht alles limitlos zu, weil ich definiere, wer ich bin. Und wenn ich definiere, ich bin die Königin, ich bin die Göttin, such dir einen Begriff, dann habe ich alles in der Hand. Und wenn ich weiß, nur Ich muss nichts meine machen, Energie, außer mich selber zu verändern. Ich habe alles es ist in der Hand nur und mich. mein einziger Job ist, mich zu der Frau zu machen, die ich sein muss, damit ich die Realität, die ich manifestieren will, lebe. Ja, Ich ich muss muss mir. niemanden kontrollieren, ich muss niemanden manipulieren, ich muss auf niemanden Einfluss nehmen, ich muss niemanden überzeugen, ich muss nicht irgendwie, wie sage ich es denn besser, wie erkläre ich es denn, ich muss nichts von dem machen. Wie geil ist es? Ich kann mich nur auf mich, auf meinen Seinszustand, auf meine Verkörperung konzentrieren und ich kann alles andere, was sonst so anstrengend ist, Fallen lassen. sein lassen. Und das ist ja das Geile, wenn ein Trigger auftaucht, weiß ich immer genau, es ist der Weg. Kümmere dich um dich. Schau, wer du bist, schau, wer du sein möchtest. Lass das Außen fallen, lass deine Trigger fallen. Geh wirklich zurück zu dir. Und das ist am Anfang vor allem der schwierigste Weg, weil ich will ja im Außen irgendwas ändern oder ich muss mir zeigen, ich muss ja was machen, ich muss ja meinen Wert deklarieren. Stopp, stopp, stopp. Sobald es nicht so ist, wie ich es haben will, sobald der Trigger auftaucht, geh zurück zu dir. Schau mal, wer bist du? Erinnert dich an die Prinzipien, erinnert dich daran, was heißt Divine Design? Geh in die Rolle und schau, was passiert. Mach nichts im Außen, schau, was passiert. Sei gespannt drauf, aber Und mach nicht, nichts. keiner Umstand ist in Stein gemeißelt. Gar Nichts, nichts. deine Situation, keine Version eines Menschen, nichts, dein Kontostand, deine berufliche Karriere, deine körperliche Befindlichkeit. Ich könnte hunderttausend Sachen erzählen, wo Menschen, nur weil sie sich selber verändert haben, weil sie ihr Denken verändert haben, sofort ihr Außen verändert haben. Und leider kann ich aber auch hunderte Geschichten erzählen, wo sie es wieder zurückverändert haben ins Absolut. Status quo. Und ich bin auch dabei. Ich bin auch dabei. Ich bin auch eine von diesen Geschichten, die dann wieder angefangen hat von vorne. Aber Dompi, Es macht nicht mal das was. nichts macht Völlig was aus. egal. Es ist völlig egal. Völlig egal. Weil ich weiß, wenn ich mich verändere, verändert sich die ganze Chose da wieder. Da verändert sich mein ganzes Leben. Da verändert sich alles. Ich muss nur meine Arbeit an mir machen. Und klar, tut's weh, wenn man denkt, jetzt habe ich alles so toll erarbeitet und jetzt ist es mir in den Fingern wieder zerronnen. Aber ich weiß, es ist mir nicht in den Fingern zerronnen. Ich muss einfach noch tiefer in mich eintreten, noch mehr Ängste transformieren, noch klarer wissen, wer ich wirklich bin, noch stabiler auf meinem Thron sitzen, auf meinem absoluten Thron, noch stabiler wissen, wie dieses Prinzip funktioniert. Und dann ist alles wieder da. Ich kann nichts verlieren. Ich Das hört kann sich so nichts, verrückt an. Aber es ist so. niemand verlieren.
Und egal, in welcher Situation du vielleicht da gerade hängst, mit SP, mit Geld, mit Gesundheit, es ist da. Ich muss es nicht mal neu kreieren. Es ist ja schon da. Es ist da. Die perfekte Version, die ist bereits da. Die ist einfach verschleiert durch deine Annahmen, durch deine Erfahrungen. Egal, aber ruf da, wenn du das gerade nicht siehst, im Bewusstsein, es ist da. Es geht nie was verloren, es geht nie ein Mensch verloren in deinem Leben. Es geht dein Gesundheitszustand, dein göttlicher Gesundheitszustand ist Gesundheit, dein göttlicher Füllezustand ist Fülle. Es ist die Fülle da, du kannst alles erleben, du musst es nur freischaufeln oder du musst deinen Schleier lüften. Aber egal, wo du gerade bist, mach dir bewusst, es ist da. Ich muss nichts erschaffen, ich muss nichts zu mir holen, sondern ich muss einfach für wahrnehmen, es ist bereits da. Und frag dich dann, wenn das bereits da ist, wer bist du da? Und das ist die einzige Aufgabe. Wer bist du, wenn bereits alles da ist? Und so ist es. Und wir werden jetzt das Ganze hier zum Ende bringen, weil die liebe Andrea, die hat ja jetzt jeden ersten Donnerstag im Monat macht sie Fragen und Antworten in der Wir sind Divine Design Community. Da darf jeder seine Fragen ihr stellen in einem Zoom-Raum, der Mitglied ist in der Community. Jeden zweiten Donnerstag in der Community ist Hot Seat angesagt. Da coache ich quasi die Leute zu ihren eigenen Themen. Die anderen dürfen zuschauen und kriegen natürlich den gleichen Input mit. Das ist absolut ein genialer Raum des Austausches. Es ist ein Raum, wo man Fragen stellen kann. Es ist ein Raum, wo es die Selbstliebe-Challenge gibt. Aber da geht es um ganz was anderes, wie wirklich, was du glaubst, was Selbstliebe ist. Ganz genau. Selbstliebe ist nicht Selbstliebe. Dann gibt es da noch der Kurs Ich bin Divine Design von mir. Erfolgsgeschichten gibt's. Es ist ein absolut genialer Raum. Das ist für 90 Euro pro Monat zu haben. Tritt ein, sei nicht mehr allein. Das ist auch so, so wichtig, diese Reise alleine zu machen. Gib deinem Verstand immer wieder den Raum zu sagen, du spinnst doch, Alte. Ja. Hallo. Was soll denn das? Und bis du nicht genügend Beweise gesammelt hast, dass du erkannt hast, wie das alles nur mit dir zusammenhängt und mit deinem Seinszustand, ist immer wieder der Raum für deinen Verstand da, zum sagen, hey, du bist crazy, du gehörst doch eingeliefert. Ja. Weil es ist nicht Human Design Denken. Der Divine Mind, der denkt ganz anders. Der Divine Mind denkt eben göttlich. Der denkt, alles ist perfekt, alles ist da. Und du leitest daraus dein Selbstkonzept ab. Aber dein Ego-Selbstkonzept, das sagt natürlich, dir tickt's wohl nicht richtig, dir spinnt's. Und dann bleibst du aber trotzdem dran und sagst mir, spinnt's nicht. Ich weiß ganz genau, wie dieses Prinzip funktioniert und ich bleibe dran. Und plötzlich verändert sich die Welt wegen dir, weil du dich verändert hast. Weil du dich verändert hast, verändert sich die Welt. Und du hast noch vor ein paar Tagen in unserem Coaching gesagt, Andrea, es ist mir jetzt erst klar geworden, was alles passiert ist in meinem Leben. Das stimmt. Also vielleicht mache ich sogar mal nur ein separates Video, weil ich habe jetzt wirklich mal reflektiert. Wow, was ist alles passiert? Ich habe meine komplette Identität geändert. Ich lebe jetzt das Leben meiner Träume. Ich meine, es gibt immer noch Sachen, wo ich sage, ja, da will ich noch mehr. Aber mein Leben hat sich wirklich von Grund auf geändert. Teilweise ohne, dass ich es so realisiert habe. Aber ich habe jetzt meinen Rückblick gemacht. Und es hat sich von Grund auf, keine Ahnung, 300% nach oben geändert. Und man muss halt auch noch dazu sagen, dein engster Lieblingsmensch, deine Mutter, hat sich genauso verändert. Genau, also meine Mutter war von meiner größten Feindin, ist mittlerweile meine beste Freundin. Wir haben ein absolut tolles Verhältnis.
Ja, ich erzähle ja alles, sie erzählt mir alles. Sie ist in der Freude, wo ich für mich gewachsen bin, ist sie gewachsen. Die hat jetzt Freundinnen, die nimmt aktiv am Leben teil. Wir kaufen jetzt mit 83 ein neues Auto, einen richtigen Flitzer. Wir gehen in Ferien, die Frau hat Pläne. Und als ich zur Patricia kam, waren wir so, oder? Wir waren richtige Feinde. Ich wollte nicht gern heimfahren, sie wollte mit mir eigentlich nichts zu tun haben. Es war absolute Beziehung, wo einem die Kehle zuschnürt, und mittlerweile, ich freue mich so, ich fahre übermorgen heim. Wir verbringen mal 2 tolle Wochen miteinander. Ich kann es kaum erwarten, weil sie ist so ein goldener Mensch, aber sie ist in mir zu diesem goldenen Mensch entstanden, und ich kann jeden ändern, egal wie verbandelt das ich bin, egal wie eng ich mit dem war, egal was ich mit dem erlebt habe. Genauso wie mein SP, der wo mich damals auf die Reise geschickt hat, der zeigt sie im Moment in einem Licht, ja, der wo mich völlig flasht, oder was in dem steckt, weil ich den zu dem mache, weil er der sein darf, weil ich die sein darf, wo sowas erlebt. Und bleibt dran, kommt in die Community. Ich bin jetzt auch, ja, ich glaube, 3, 4 Monate dabei. Es ist so toll, es sind lauter Gleichgesinnte, jeder will die Wein die sein, man unterstützt sie gegenseitig, man kann die Fragen stellen. Es gibt die Challenges wie Hot Seat, wo dein Thema konkret behandelt wird, wirklich wie ein 1-zu-1-Coaching. Es gibt die Q&As mit mir, wo ich gern offen über meinen Weg rede, über meine Erfahrungen. Du kannst mir alle Fragen stellen. Es gibt das IAM-Training, IAM, eins der wichtigsten Gesetze, oder wer Hat jemand angemeldet? Wie bitte? Hat sich gerade jemand, glaube ich, für die Community Ah, angemeldet? wunderbar. Na, aber bitte, Leute, macht's mit, weil allein ist der Weg für mich, dazu stehe ja, er ist nicht gehbar, weil wenn du wirklich limitlos leben willst, du wirst an Grenzen kommen, du wirst an Punkte kommen, wo du Angst hast zu zerbrechen, die hat die mehrmals, wo du meinst, ich halte diese Schmerzen nicht aus, ich will nicht mehr, ich komme nicht über den Punkt hinweg. Da ist es so wichtig, dass ich jemanden an meiner Seite habe, der wo weiß, stopp, ich sehe dich dort, es ist alles möglich. Buch dir ein Coaching, mach einen Kurs mit, oder wenn du sagst, ja, will ich jetzt gerade nicht, dann komm in die Community, es sind wunderbare Menschen dabei, wir feiern jeden Erfolg, wir richten Menschen auf. Aber allein, das ist einfach ehrlich meine Meinung, wird der Weg ziemlich zäh werden, weil es werden Punkte kommen, ja, wo man Angst hat zu scheitern. Und die hat die selber oft genug. Du hast Angst zu scheitern, es tut dir weh und du siehst gerade nicht die Lösung darin, oder? Sondern denkst du, okay, jetzt ist der Deckel drauf, ich komme nicht weiter, es ist Wir nicht müssen möglich. mal ein Buch schreiben, Wir was müssen momentan eigentlich ein Buch schreiben. alles gelöst haben, gefixt haben, den größten Shit. Brutal, aber das ist deshalb, ich stehe ja so hinter der Meinung, allein diesen Weg zu gehen, ist äußerst mühsam. Ich sage nicht, dass es nicht möglich ist, aber es ist äußerst mühsam, weil man trifft auf der Reise schon auf Umstände, wo man meint, man kann die nicht lösen, die wo einem wirklich wehtun, und wo es einfach so schön ist, wenn man sie fallen lassen kann, wenn man sie selber sein kann und trotzdem auch den Raum hat, göttlich perfekt zu sein, oder dass sie wieder hochkommen, oder? Weil oft ist es so, man geht den Weg, dann kommt der Ereignis und die kommen, das schwöre ich, dass die kommen, wo ich abstürzen werde oder wo ich ein Tief haben werde. Und wenn ich dann keinen habe, der mich hochhält, wo ich weiß, es geht wieder weiter, dann ist halt die Gefahr, dass ich liegen bleibe. Dann ist die Gefahr sehr groß, dass ich liegen bleibe. Und es sind Schmerzen, es sind Wenn Höllengedanken. einfach Sachen passieren, auch die passieren immer wieder, Es wo der passiert Normale immer wieder. sagen würde, das ist nicht zu verändern. Und alles Ja. war bis jetzt zu Wir verändern. haben alles verändert. Und ich meine, Alles. aber man meint oft, man kommt an ein Limit, da geht es nicht weiter. Und wenn man da dann keinen hat, der die Sache neutral sieht, der nicht verbandelt ist, da drinnen Emotionen und Ängste, dann ist es halt schwierig, dass ich sage, und ich gehe trotzdem. Oder ich walze diese Grenze nieder und ich gehe weiter, dass ich in mir verankert bin und sage, ich lasse mich nicht aufhalten, egal was passiert. Ich gehe für mich. Ich Ich gehe habe das Vertrauen in dieses Prinzip, dieses ich habe das Vertrauen. verstanden. Ich habe zwar Schiss
Und deswegen bist du da, lieber Coach, genau, weil du hast nämlich jetzt gerade keinen Schiss. Genau. Und wir haben uns ja oft im Kreis gedreht, weil ich einfach nicht rausgekommen bin aus der Spirale, aber wir haben uns so lange gedreht, bis bang, bis dann wieder weitergegangen ist. Und das ist einfach ohne Begleitung äußerst schwierig. Es ist einfach mühsam, schmerzhaft, langwierig und zermürbend auch zum Teil. Absolut. Und wenn ich dann in die Community schaue oder in die Gruppen, was da für Menschen sind, wie man Erfolge miteinander feiert, wie man sie miteinander aufrichtet, was man sie gegenseitig für Inputs gibt, wo man den Anstoß gibt, da geht es weiter, oder? Weil oft sieht man das nicht, weil man vernebelt ist, oft sehe ich den Ausweg nicht, wie einfach das wäre, dann ist das golden. Und es macht ja da so viel Spaß, zusammen sie weiterzuentwickeln, die Erfolge zu feiern, ja, einmal durch das Tal der Tränen gemeinsam zu gehen, die ganzen Golden Nuggets mitzunehmen, wie Coachings, Hot Seat, Q&A, es macht einfach auch Spaß und der Weg soll Spaß machen. Es soll ein Miteinander sein, man entwickelt eine unglaubliche Energie zusammen, ein wahnsinniges Momentum, man feiert, man trauert und vor allem, ich kriege immer die nötige Hilfe, dass ich aussteigen kann. Und das ist halt diese Reise, die da dazu. Man muss einfach sagen, diese Art zu denken, diese Art zu leben, diese Art zu manifestieren, ist nicht von dieser Welt. Es ist nicht von dieser Welt. Und ich muss mich daran gewöhnen, dass ich so eine bin, die wo das macht. Der auch gar keinen Bock hat, diesen langweiligen Weg zu gehen. Und wahrscheinlich sind die meisten auch hier jetzt, die uns zuhören, die einfach sagen, ich habe immer schon gedacht, ich bin verkehrt. Aber das ist das Geilste. Weil, ja, das ist weil das, du nämlich schon immer gewusst hast. Das genau richtig. Ganz genau. Ja, man braucht einen Schuss Verrücktheit, oder? Ich dachte damals, Kind, ich bin falsch, weil mir dachte, das kann doch nicht Leben sein. Ich will mich spüren, ich will mich erleben. Und wenn du das dieses Gefühl hast, du bist genau richtig, du bist genau richtig da und dir liegt die Welt zu Füßen, so wie du die haben möchtest. Also jetzt sage ich ganz schnell, bevor wir zum Schluss kommen, schaut auf der Andrea ihren Kanal. Andrea Wochinger, Miss Good Life, schaut auf ihre Homepage www.andreawochinger.com oder eben wie diese eine Lady gerade, hüpft jetzt noch in die Unbedingt. Community. Ja, wir sehen uns alle in 10 Minuten.